Rommel steht 90 Meilen vor Suez. Jeder Liter Benzin, den er für seine Panzer braucht, muss von Tobruk rangeschafft werden. 300 Meilen durch die Wüste. Aber wie sollen wir da heute hinkommen bei den Verteidigungsanlagen? Mit LKWs, Major. Das war der Befehl. Ein weiterer Vormarsch Rommels musste verhindert werden. Ein fantastischer Plan wurde zu grausamer Wirklichkeit. Nur unter größten Strapazen und dem ständigen Einsatz ihres Lebens war das zu erreichen. Über 1000 Kilometer unbarmherzige Wüste waren zu durchqueren. Ein Weg durch feindliches Gebiet und Niemandsland in ständigem Kampf mit dem Gegner. Lieutenant Boyden, Feuer eröffnen! Verlassen wir den Kriegsschauplatz. Das gefällt mir nicht. Wir werden umdrehen. Tun Sie das, Colonel. Dann werden Sie bald ein echter Gefangener sein. Und das war Ihr Ziel. Aber diese Festung zu nehmen, schien fast unmöglich. Ich denke, dass ich da oben hinkommen kann. Wenn Sie die Panzer knacken, dann jage ich die Treibstofflager in die Luft. Das verspreche ich Ihnen. Ich hoffe nur, dass ich das noch erlebe. Tobruk, ein Film atemberaubend und überwältigend.